Hallo, jetzt kommen wir auf den Verlosche Zock-Kanal zur weiteren Folge. Verlosche regt sich auf. Nee, Spaß. Natürlich zu FIFA 22. Ja, die letzten zwei Folgen waren dann doch ein bisschen davon geprägt, dass ich mich ein kleines bisschen aufgeregt habe über dieses Spiel. Ist vergessen. Wir müssen jetzt natürlich einfach nach vorne schauen, denn es ist eine kritische Situation. Denn man muss ganz klar sagen, Sevilla 39 Punkte, Osasuna 38 Punkte, Sociedad 37 und ihr seht es ja, bis Barcelona 36, selbst Betis noch mit 35. Und sogar Getafe ist nur 7 Punkte weit weg. Ne? Das hat schon Premier League-Vibes, wenn man ehrlich ist. Das ist schon sehr, sehr ähnlich wie zur Premier League. Ich würde sogar sagen, selbst Villarreal mit ihren 32 Pünktchen hätten da vielleicht noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Wenn wir das nächste Spiel nämlich nicht gewinnen sollten. Ne? Denn wenn wir das nicht gewinnen, dann wird es ganz schön kritisch. Gewinnen wir das, holen wir uns wieder so einen minimalen Puffer. Ne? Da hätten wir 3 Punkte Vorsprung. Dann hat man da diesen kleinen Puffer. Aber der ist halt nicht mehr groß, ne? Wenn man sieht, Atletico und Real Madrid machen so ihr Ding und dann kämpft ein Riesenteil um Europa und dann haben wir noch so einen Abstiegskampf, ne? Wo man auch echt sagen muss, da kann noch alles passieren. Ich finde es krass, dass Celta Vigo letzter ist. Die sind eigentlich zu gut, um letzter zu sein. Aber that's it, ne? Das ist die Situation, Leute. Wir werden auch heute gegen Alavés spielen, gegen Barcelona und eigentlich habe ich vor, heute 3 Spiele zu spielen. Das heißt auch noch gegen Mallorca, dann haben wir gleich 3 Spiele wieder. Je nachdem, ob mich das Spiel nicht wieder abfuckt. Aber das finden wir jetzt heraus. Bleiben wir mal positiv. Gehen wir ins Duell Alavés gegen Valencia. Gucken wir einmal hier auf die Aufstellung von Alavés. Pacheco im Tor, Tenalia, La Guardia, Sanchez und Saul bilden die Viererkette. Im zentral-defensiven Mittelfeld Pons, rechts Escalante, Pelestri und Pina bilden das zentrale Mittelfeld, Vallejo links, Joselu dann ganz vorne. Und zwar spielen sie ein 4-5-1-System hier bei Alavés. Bei Valencia sehen wir Cillessen im Tor, der Niederländer, dann Correa, Paulista, Bella Kotschap und Gaia bilden heute die Viererkette. Musa Ilic, der in letzter Zeit viel Spielzeit kriegt, der junge Kroate. Rajic und Forsberg bilden das Vierermittelfeld. Dann Icardi und Guedes ganz vorne. So tritt hier also Valencia auf in ihrem gewohnten 4-4-2-System. Und ja, Leute, gehen wir hier jetzt rein in diesem Duell Alavés gegen Valencia. Guedes. Guedes hält den Ball. Wird der Ball dann doch abgenommen? Jetzt hier die Möglichkeit für Alavés. War das abseits? Anscheinend nicht. Cillessen kommt da raus und das war nicht gut gemacht von Cillessen. Da musst du da ein bisschen ja, effizienter rauskommen. Man muss echt sagen, Cillessen struggelt. Ne? Cillessen struggelt doch sehr. Spielte bisher eine super Saison. Hier alles andere als gut mal wieder. Ach, man sieht hier die Alavés-Fans, die jubeln natürlich alles. Cillessen weiß selber, das war nichts. Gut herausgespielt hier von Alavés, aber Cillessen ja, will da irgendwie hin. Das ist alles zu halbherzig. Das war nicht gut. Und Joselu mit seinem 8. Tor in der 22. Partie spielt eine super Saison bisher. 1-0 Alavés und Valencia ist mal wieder im Rückstand. Icardi den Pass in den Lauf auf Musa. Und Musa hier, guter Lauf in den Strafraum. Die Flanke, Rajic kommt angelaufen und der macht ihn nicht rein. Schade. Das war eine richtig gute Möglichkeit hier für Rajic. Einfach sich durchgesetzt im Kopfballduell. Pacheco wäre da wahrscheinlich nicht mehr rangekommen, aber der Ball ging daneben. Mauro Icardi. Jetzt hier wiederum Guedes. Guedes, super Pass auf Mauro Icardi. Icardi und der Ball ist jetzt drin. 1-1. Aber Valencia hat großen Druck gemacht. Ne? Sie sind zwar früh in Rückstand geraten, die wollen hier aber antworten. Ne? Hier in Form von Mauro Icardi. Wichtiger Treffer. 1-1. Es wäre wichtig, dass wir diese ja, Kontrolle jetzt beibehalten in diesem Spiel. Wir sind druckvoll. Wir sind momentan das klar bessere Team. Wir haben Chancen. Wenn wir die ähnlich nutzen wie hier gerade Icardi in der 15. Minute, dann können wir das Ding hier noch rumdrehen. Auf jeden Fall schön, dass wir schon mal früh das 1-1 uns ergattert haben. Escalante, gut gespielt jetzt hier. Oh, der Ball ist gut. Der Ball ist gut gespielt auf die linke Seite. Saul, Musa kommt da nicht wirklich in den Zweikampf. Bella Kotschops, Grätsche kommt auch nicht durch. Und sie haben 2 Chancen und nutzen gleich 2. Das ist der Wahnsinn, Alavés eiskalt. Die Abwehr von Valencia struggelt. Man kriegt da zu viele Gegentore in der letzten Zeit. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Vielleicht muss man da auch im Sommer noch ein bisschen nachjustieren dann, ne? Dass man da ein bisschen mehr, ein bisschen stärkere Spieler nochmal herkriegt. Hier sehen wir rüber, die Grätsche war dann nicht gut. Auch von Bella Kotscher. Na gut, er wirft sich halt rein, versucht es noch, ne? Aber Vallejo mit dem Treffer und schon ist Alavés wieder in Führung. Bella Kotscher. Oh, der Pass auf Paulista war ganz schlecht. Das ist jetzt eine Riesenchance für Alavés, abgefälscht und hier gehalten von Cillessen.
Wichtig, aber schlecht von Bella Kotschap gemacht, das Ganze. Escalantes Ecke jetzt hier. Ja, landet erstmal bei Alaves weiterhin. Hier die Schussmöglichkeit haben. Abziehen, Sillissen gut dazwischen. Jetzt hier vielleicht die Kontermöglichkeit. Nein, weil Musa ist komplett verkackt. Und jetzt hier Alaves. Nächste Schussmöglichkeit abgefälscht. Escalante auch noch möglich. Ja. Ah, die Chance, aber Sillissen war da. Sillissen hält. Alaves ist aber sehr, sehr nah dran, den nächsten Treffer zu erzielen, wenn ich ehrlich bin. Bella Kotschap jetzt hier, Gedesch, Emil Forsberg. Jetzt hier gut gespielt. Super Ball auf die rechte Seite. Alaves, oh, es bleibt gefährlich. Gut hier verarbeitet die Bälle, aber erstmal abgewehrt von Polista Rajic. Es soll jetzt schnell nach vorne gehen. Mauro Icardi. Gedesch. Der Pass auf Icardi war richtig gut. Mauro Icardi jetzt hier im Laufduell. Kann sich Icardi gegen Saul durchsetzen. Icardi mit der Schusschance und der ist eiskalt. Der ist dann eiskalt. Mauro Icardi, so kennt man ihn. Gibst du ihm die Chance, dann macht er die Dinger rein, ne? Das ist unglaublich, diese Argentinier. Man muss echt sagen, stellt euch mal vor, wir hätten diese 40 Millionen nicht in ihn investiert. Nicht in einen Stürmer, der gerade pro Spiel ein Tor macht. Wo stünden wir dann? Ich glaube, dann sehe es deutlich schlechter um uns aus. Wahnsinnsabschluss auch, ne? Hier sehen wir es nochmal. Zieht ab. Überhaupt keine Chance für den Keeper, hier auch nur irgendwas zu machen, ne? Ja, der Keeper ärgert sich da. Icardi ist da halt einfach zu kalt. 22 Tore in 22 Partien, das ist Weltklasse. Das ist einfach nur Weltklasse. Ein anderes Wort gibt es da nicht, um Mauro Icardi aktuell zu beschreiben. Oh, Icardi stark Druck gemacht. Mauro Icardi, gute Bewegung hier von Mauro Icardi, aber der ist nicht drin. Pacheco hält den, starkes Ding. Forsberg jetzt hier bei der Ecke. Ecke soll auf Icardi kommen, der kommt aber nicht ran. Gedesch spielt da flach ran. Mauro Icardi darf abziehen, der ist nicht drin. Kommt Musa ran? Ah, ja, leider am Ende, weil es so Abschluss gibt. Hier sehen wir Mauro Icardi. 5 Versuche, 2 Tore schon bisher. Eine Abseitsfalle war gut gerade gestellt von Valencia. Und jetzt hier Alaves. Vallejo mit der Chance. Bella Kotschap, richtig gute. Come on, Ref. Come on, die Grätsche war sauber. Ref. Come on, die Grätsche war sauber. Also vielleicht, der ist aber auch nicht gegen die Hand gekommen, oder? Ich meine, ich habe es jetzt nur einmal so gesehen. Aber Grätsche war sauber eigentlich. Sillissen hält den. Er hält den. Okay. Es bleibt beim 2-2, Leute. Es bleibt beim 2-2. Ganz wichtig. Bella Kotschap, oh, hat da ein bisschen Pech. Jetzt hier die Chance, Sillissen. Och nee. Schon, ach, das gibt's nicht. Was ist denn hier los? Was? Ey, ich schwör's euch, dieses Spiel will, dass ich mich aufrege. Was? Sillissen gegen Joselu. Sillissen gegen Joselu. Oh, ging. Oh, ja, gut. Gegen, ja, ich trinke was, bevor ich mich aufrege. Zwei lächerliche Elfmeter. Zwei lächerliche Elfmeter, Leute. Ich weiß nicht, ob der Ball bei Bella Kotschap an der Hand war. Das konnte ich bei dieser einen Schnellwiederholung nicht sehen. Es sah nicht so danach aus. Kann sein, aber das ist lächerlich. Hart. Ja, das Spiel hat nicht so Bock, dass ich daran noch Freude habe, ne? Hernandez jetzt hier auf Icardi. Mauro Icardi. Oh, schade. Musa jetzt hier auf Icardi gespielt. Icardi, guter Pass. Markus André hat vielleicht so ein bisschen den Abspielzeitpunkt verpasst. Spielt den da jetzt auf Soler, aber auch ganz unsauber. Soler mit der Hacke auf Musa. Musa, der mit der Hacke auf Mauro Icardi, der zieht dann ab, aber Pacheco hält den. Bleibt beim 3-2. Gaia jetzt hier kurz gespielt auf Musa die Ecke. Musa spielt den hier nochmal auf Gaia. Soler. Kurz gespielt, weitergegeben, Schusstreffer. Mauro Icardi, wer sonst?
Kannst du bitte den Ball holen? Dann halt nicht, dann lassen wir ihn jubeln. Hattrick. Hattrick Icardi. Aber das Spiel ist noch lange nicht entschieden. Das Spiel ist noch lange nicht entschieden und ich will den Sieg. Wir wären jetzt eigentlich 3-2 vorne ohne diesen lächerlichen Elfmeter, ne? Gut weitergegeben und dann ist da Icardi, der einfach abzieht. Wahnsinn, Hattrick. Und jetzt muss der Ball nach vorne. Soler. Hier weitergegeben. Rajic. Rajic spielt da jetzt auf Fernandes. Fernandes. Im Dribbling gut gemacht. Der Pass auf Icardi, der wollte abziehen, aber der wurde abgefälscht. Ah. Alaves jetzt hier am Ball. Wir werden natürlich nochmal versuchen durchzuschlagen. Bella Kotschap dazwischen. Es ist noch nicht vorbei. Ah, Markus André, der Pass kam auf Icardi. Mauro Icardi, aber Pacheco hält den. Okay. Ecke. Musa. Die Flanke. Nee. Noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Die Ecke von Gaia. Icardi kommt da nicht ganz ran. Musa, nee. Und es ist zu Ende. 3-3. 3-3, spektakuläres Spiel. Mit einigen, ja, Sachen, die wir mal wieder hatten. Fehler von Cillessen, dumme Elfmeterentscheidungen. Das ist auf jeden Fall kein Ergebnis, das uns weitergebracht hat. Das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ein Pünktchen ist besser als keins, aber ist nicht wirklich gut, ne? Okay, will nicht immer ausgewechselt werden, Geddes. Verstehe ich. Und jetzt geht's gegen Barcelona, ne? Gegen den großen FC Barcelona. Wir sollten dringend mal wieder gewinnen, ne? Wir sollten dringend wieder gewinnen. Wir haben mit 37 Gegentoren übrigens. Ja, einer der schlechteren Abwehrreihen auf jeden Fall, ne? Gehen wir rein. Gucken mal, wie es wird gegen Barca. Gucken wir auf die Aufstellung von Barcelona. Was sehr interessant ist, Neto im Tor statt Ter Stegen. Celik, Eric Garcia, Tapsoba und Balde in der Viererkette. Pedri, De Jong und Nico Gonzalez im Mittelfeld. Dembele und Depay auf Außen und ganz vorne im Sturm Pierre-Emerick Aubameyang. Bei uns 4-4-2-System mit Cillessen im Tor, Correra, Paulista, Romagnoli, Gaia, Moussa Soler, Rajic, Forsberg, Icardi und Geddes. 4-4-2-System, so wie man es kennt. Wir spielen im Estadio Mestalla und Barcelona hat jetzt angefangen hier. Wir gucken mal, wie viele Tore in diesem Duell hier passieren. Jetzt hier Dembele. Dembele, gut gespielt im Zentrum. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, jetzt hier Nico Gonzalez. Gibt den nochmal ab, Aubameyang hält. Cillessen hält auch den zweiten. Bleibt erstmal beim 0-0. Der Abwurf war scheiße. Correra jetzt hier auf Soler. Der Pass von Soler auf Musa war nicht so schlecht. Musa im 1 gegen 1 setzte sich da nicht durch, aber im Nachhinein trotzdem Valencia im Ballbesitz. Mauro Icardi mit dem Lupfer. Geddes! Wow! 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 Was ein Treffer! Was ein Treffer! Was ein Treffer von Geddes. Icardi und hier der Scorpio-Kick, ne? Mit der Hacke. Geddes, der Wahnsinn. Oh yes. Oh yes, was ein Treffer. Was ein wunderbarer Treffer von Geddes. Weltklasse. Einfach nur Weltklasse. 8. Tor nach 25 Partie. Der Portugiese. Das schönste Tor seiner Karriere. Wow. Oh, was ein Pass. Was ein Pass. Aubameyang ist schnell. Aubameyang ist sehr schnell. Aber Cillessen ist stark. Bleibt einfach stehen und dadurch verhindert er den Treffer. Gut gemacht, gute Reflexe von Cillessen. Icardi. Geddes. Super Pass auf Mauro Icardi. Jetzt ist es deine Chance. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Oh. Leider nicht drin. Gib nochmal nachträglich Gelb für Emil Forsberg, aber ist egal. Das war eine Riesenchance von Mauro Icardi gerade. Schade, dass der nicht reinging. Wir halten den Druck aber hoch. Pedri. Aubameyang. Boah, jetzt spielen sie es natürlich super. Nico Gonzalez. Ja, sie spielen es gut. Memphis Depay.
Große Chancen. Boah, das gibt's nicht. Sillison, spring doch hin. Sillison ist so ein... Ich beleidige jetzt mal nicht. Aber den kannst du haben. Was sind das für Tore? Klar, wir öffnen uns, weil wir Druck machen. Das hat immer das Risiko. Ist logisch. Aber guckt euch das an. Sillison reagiert einfach nicht. Jetzt schießt er, dann springt er. Stell dir vor, der Ball kommt auf euch zu, ihr fallt einfach um. Den hast du. Den hast du. Das ist so ein haltbarer Ball schon wieder. Ohne Witz, ne, wenn einfach nur die Animation bei FIFA besser wäre, ich hätte locker 10, 15 Gegentore weniger in dieser Saison. Locker. Aber gut, die Leute bei Ultimate Team müssen natürlich immer 5-5 spielen, somit sie Spaß haben. Sind wir ganz ehrlich, nur wegen so einer Scheiße ist das doch so. Bisschen Rage auf den Ultimate Team Modus. Aber gut, ist ja eh nur Glücksspiel von EA. Das lasse ich auch drin, muss ein bisschen Rage auf diesen Scheiß-Modus. Kadi lupft ihn rüber und get it! So muss man ragen, indem man das dann gleich in Tore umsetzt. Verdammte Scheiße. Sehr schön. Der Treffer ist für die ganzen EA-Mitarbeiter, die auf ihren Seelen haben, dass sie kleine Kinder in die Glücksspielsucht treiben. Icardi hier. Auf Gedesh. Schönes Ding. Schönes Ding. 2-1. Wir sind back. Rajic im Ballbesitz. Gedesh. Icardi mit Gedesh gut gespielt. Mauro Icardi und es steht 3-1. Es ist dieses Traumduo. Es ist das vielleicht beste Stürmerduo momentan der Welt. Unglaublich gute Doppelpässe, hochgelupft und Icardi ist dann einfach eiskalt, ne? Nimmt den Volley, gucken wir uns gerne aus jedem Winkel und ich muss was trinken, Leute. Ich hab Durst. Ah, wobei man auch hier sagen muss, Neto sieht echt scheiße aus, ne? Aber gut. 24. Tor in der 23. Partie. Mauro Icardi ist zufrieden, Xavi eher weniger. 3-1. Das wäre mal wieder ein Befreiungsschlag, ne? Ecke jetzt hier für Valencia, Gaia. Bella Kocha! Boah, schön. 4-1. Sehr schön. 4-1, der eingewechselte Bella Kocha, der Deutsche, darf auch mal gegen Barca treffen. Das ist ein richtiger Befreiungsschlag, Leute. Gegen Alaves war schon unglücklich. Ich dachte echt, hier gegen Barca, ne? Wird's wieder nichts, aber jetzt sind wir da. Ne? Dieser Rage gegen Ultimate Team, ich habe nichts gegen den Modus an sich, so soll jeder spielen, was er will. Aber einfach diese Rage, diese Wut hat das 2-1 gebracht. Und jetzt haben wir sie dann einfach mal zerstört, so ein bisschen. Wichtig, Bella Kocha mit diesem Treffer. Neto ohne Abwehrchance. 4-1, das ist die Vorentscheidung. Jetzt könnte der Ref eigentlich auch abpfeifen. Yes. 4-1-Sieg. 4-1-Sieg, Leute. Wir haben mal wieder gewonnen. Ganz wichtig. Wir haben das Tor der Saison gesehen. Ich denke, ohne Wenn und Aber, dieser Treffer von Gedesh, der war einfach nur zauberhaft. Ne? Gucken wir uns nochmal an. Gucken wir uns das nochmal an hier. Richtig schön. Und dann der Scorpio-Kick. Yes. Schönes Ding. Sehr, sehr schönes Ding. Wir haben das Ding gewonnen. Ja, wir machen noch ein Spiel. Ich habe noch Lust auf ein weiteres Spiel. Die Folge wäre jetzt, ja, nicht perfekt, aber es wäre sehr schön, wenn wir wieder zu Null gewinnen würden, ne? Das wäre schon was, wo man sagen würde, yes, das wäre richtig nice, ne? Wenn man es schaffen könnte, einfach wieder zu Null zu gewinnen. Momentan sind wir 3 Punkte vor einem Nicht-Champions-League-Platz, ne? Gehen wir rein gegen Mallorca. Ich habe Lust drauf. Gucken wir, was wir hier im nächsten Spiel leisten. Gucken wir uns die Aufstellung an. Sergio Rico im Tor, dann González, Valiente, Railo, Costa in der Viererkette. Ruiz de Galarreta, Batalla, Kubo, Ndiaye, Rodriguez und Fernino. 4-2-3-1-System bei Mallorca. Valencia spielt wie im letzten Spiel mit Sillison, Correra, Paulista, Romagnoli, Gaia, Musa, Soler, Rajic, Forsberg, Icardi und Gedesh. 4-4-2-System, keine Rotation bei Valencia. Die beste Elf wieder auf dem Feld. Wir müssen auch Siege holen, Leute. Ich werde wahrscheinlich jetzt eh deutlich, deutlich weniger rotieren als noch zuletzt. Der Kader ist auch einfach nicht qualitativ groß und gut genug, um da viel zu rotieren. Dominguez, Gaia dazwischen. Jetzt hier ein Kubo mit der Möglichkeit in die Mitte, ja. Aber Romagnoli hat den abfangen können, beziehungsweise abfälschen können. Ecke für Mallorca. Na, die Ecke. Ja, das war Hand. Ja, Handspiel. Gut.
Ja, ist richtig. Das war korrekt. Kann ich mitleben. Ist natürlich bitter, weil ich ohne Gegentor bleiben wollte. Oh, ne. Ich sag ja nichts, ne? Ich sag ja nichts. Aber ich habe im letzten Moment noch dahin gedrückt. Gut, 1-0 Mallorca. Das mit ohne Gegentor können wir dann vergessen, ne? Das mit ohne Gegentor vergessen wir dann. Ja, er zuckt dahin. Bringt mir dann auch nichts mehr. Dingens mit dem Treffer. 1-0 Mallorca auf jeden Fall hier. Rodriguez war es nicht, Dominguez. Dani Rodriguez, 4. Tor nach 15 Partie. Gucken wir, dass wir jetzt wieder zurückkommen. Ne? Wir haben ja Comeback-Qualitäten schon mal bewiesen. Och, die Grätsche von Rajic. Kein Foulspiel, sagt der Ref. Sehe ich anders, aber nun gut. Jetzt hier Icardi. Mauro Icardi, etwas spitzer Winkel, um selber abzuschließen. Ja, stoppte da jetzt ab. Icardi hält den Ball erstmal. Spielt den jetzt ab. Musa mit der Hacke. Soler. Soler, Rajic. Musa nochmal. Icardi. Musa. Gedes. Yes. So legt man sich einen Gegner zurecht. So legt man sich einen Gegner zurecht. Also Valencia mit den möglichen, mit der möglichen Ruhe, sagen wir es mal so. Einfach mit der möglichen, mit der nötigen Ruhe, die es natürlich in diesem Moment braucht. Gut hin und her den Ball gespielt, dann auch nochmal Icardi, noch ein Pass von Musa und dann ist da Gedes, der dann einfach blitzschnell abzieht. Ne? Sowas muss dann natürlich auch im richtigen Moment sein. Gonzalo Gedes mit dem Treffer 1-1. Ja, es ist wieder alles drin. Sowohl für Valencia, aber natürlich auch noch für Mallorca, muss man auch ganz klar sagen. Rajic, stark. Mauro Icardi. Icardi zieht selber ab, statt den irgendwie abzuspielen, aber Rico hatte den. Ecke. Gaia auf Emil Forsberg. Ja, Gaia hat da jetzt ein bisschen Platz. Spielt den flach rein. Paulista gibt den auch nochmal ab. Rajic. Paulista lupft ihn rein. Forsberg, nee, nicht ganz. Gedes zieht den fast rein, aber es gibt noch eine Ecke. Gedes wird da fast umgefault. Rajic läuft, das wäre wahrscheinlich eh abseits gewesen. Jetzt hier Mallorca, die wenig in diesem Spiel bisher wieder gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Mallorca jetzt hier auf die rechte Seite, wollen nochmal nach vorne kommen. Kubo, Gaia dazwischen, stark. Forsberg, es geht wieder in die andere Richtung, wo es auch schon die ganze Zeit eigentlich hingeht in dieser zweiten Halbzeit. Mauro Icardi, gut gemacht. Emil Forsberg. Gedes mit der Hacke weitergegeben. Icardi spielt da auf Gedes, der da ein bisschen Platz hatte. Gedes spielt nochmal rüber. Noch ein Pass und der Treffer. Valencia spielt einfach gut herausgespielten Fußball heute. Das ist gut gemacht. Mauro Icardi. Es ist der Wahnsinn. Also Valencia macht auch einen monströsen Druck auch die ganze Zeit. Da muss man wirklich sagen, enormer Druck. Mallorca kommt nicht wirklich rein in dieses Spiel in der zweiten Halbzeit und müssen jetzt eben mit dem 2-1 leben. Comeback-Qualitäten bewiesen. Gedes und Icardi heißen natürlich die Torschützen. Wie auch sonst die beiden Weltklasse-Stürmer da vorne. 2-1 Valencia und erstmal hier Ballbesitz. Ja, auch Valencia. Doch. Beim dritten Mal dann. Icardi. Gedes wird da fast umgehauen. Kann den Ball nicht mehr verarbeiten. Soler ist aber dran. Soler, ne, Icardi auch nicht. Ah, der Ball hier. Hier die Chance. Wisst ihr, guckt euch bitte Roman Julian, den ich nicht gesteuert habe. Was ist das? Er geht einfach weg. Ich hatte Paulista von hinten gesteuert. Er ging einfach weg, das ist... Das sind doch Sachen, die macht man doch mit Absicht. Die baut man doch extra ins Spiel, somit viele Tore passieren. Das kann mir kein anderer sonst erklären, warum die Spieler sich so verhalten. Das ist mit Absicht eingebaut, somit viele Tore passieren. Eckball nochmal hier jetzt für Mallorca. Volker hatte den und jetzt muss nach vorne gehen, Mensch. Soler. Soler mit diesem ganz hohen, weiten Ball. Der kommt gut an. Mauro Icardi kann den nicht ganz gut kontrollieren. Icardi, Schusschance und der macht ihn rein. Es ist Mauro Icardi. Es ist dieser Mauro Icardi. Stark. Einfach nur stark. Trotzdem, Leute, das wäre niemals ein 2-2, wenn... Egal.
Icardi hier gut gemacht, ne? Ist dann eiskalt am Abschluss. Der Wahnsinn. 26. Tor nach 24. Partie. Icardi ist ein Monster-Torschütze. Der Wahnsinn. Ja, Spiel ist rum. 3-2-Sieg. Ja. Ich bin trotzdem nicht so ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht so ganz zufrieden. Ich bin nicht so, dass ich so hyped bin nach den 2 Siegen. Es gab auch schon wieder hier so viele Fehlerchen und Co. Das nervt mich einfach. Ich habe es ja schon oft erwähnt. Mich nerven so gewisse Fehler in Spielen. Und ich kann dann auch nicht einfach sagen, oh ja, alles cool. Nee, es nervt mich. Es nervt mich wirklich. Auf jeden Fall gucken wir kurz auf die Jugendtabelle erstmal. Jugendakademie-Dingens, ne? Und dann gucken wir auf die Tabelle. Ilic und Breno Silva sollen sich erstmal weiterentwickeln, ne? Sollen so weitermachen. Auf jeden Fall. In der Tabelle sind wir Dritter. Ja, wichtige Siege immerhin, ne? Ich meine, wir haben jetzt 46 Punkte. Wir sind 4 Punkte vor Sociedad, 5 Punkte vor einem Nicht-Champions-League-Platz, 6 Punkte vor einem nicht-europäischen Platz. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also es läuft alles, Leute. Es läuft alles soweit noch, ne? Ich würde aber gerne eine stabilere Abwehr haben. Also ich werde auch mein Personal auf jeden Fall im Sommer verstärken. Ihr könnt mir gerne jetzt schon Vorschläge mal reinballern. Für die Abwehrreihe. Aber da geht es mir vor allen Dingen um defensiv gute Spieler, ne? Also jetzt nicht, keine Ahnung. Ich brauche jetzt keinen Rechts- oder Linksverteidiger, die jetzt super offensiv sind. Wir haben auf jeden Fall hier Garcia mit drin. Den finde ich super interessant, allein wegen seinen spielerischen Aspekten. Kurzer Pass 81, langer Pass 72, das ist ganz gut. Stregio ist nochmal eher ein Talent, da muss man gucken. Wir haben natürlich Mori hier noch mit dabei, ne? Wobei Mori wieder eher so jemand ist, wenn ich mir das so angucke. Grätsche 76, kurzer Pass, ja. Defensives Bewusstsein nur auf eine 70, ne? Was hatten wir? Die anderen Attribute, defensive Attribute, wo ist denn der Rest? Abfang 75, Aggressivität, okay. Wo ist denn Dingens? Ja, ist okay. Ist okay auf jeden Fall. Aber ich würde auf jeden Fall ein bisschen mehr Stabilität hinten wollen. Klar, Gaia brauchen wir nicht drüber diskutieren, alles cool. Aber auch in der Innenverteidigung würde ich nochmal jemanden haben, der noch einen Ticken besser ist, ne? Und auf rechts vielleicht jemanden, der nochmal defensive Attribute hat, ne? Weil Volker und Correa ist halt super offensiv, aber defensiv hier und da seine Schwächen. Und Volker ist dann halt auch nicht so die große Alternative, ne? Wir müssen mal eher allgemein mal kurz gucken. Ich will mal kurz gucken, wie sich wer entwickelt hat bisher, ne? Mamardashvili plus 2. Rivero plus 1, okay. Plus 1. Lato minimal entwickelt, Mbamba minimal entwickelt, Mosquera plus 2, das ist schon mal interessant, ne? Kömer, Diakabi, okay. Bella Kotschap inzwischen schon plus 2, das ist auch gut, ne? Er könnte da auch irgendwann reinwachsen in einen dieser Rollen. Romagnoli gut, Paulista richtig gut. Joseda, Correra plus 2 immerhin, Levia minus 3 inzwischen. Er hier auch, okay. Ilic auch plus 2 gegangen. Rajic, richtig guter Staubsauger im Mittelfeld, ne? Wir kriegen auch interessante Spieler wieder, ne, im Sommer. Musa, super. Markus André, Gerdisch natürlich. Wundert mich eigentlich, dass Icardi, ne, das ist auch so FIFA-mäßig. Warum hat Icardi kein Plus, ey? Der macht momentan in 24 Partien 26 Tore und 7 Vorlagen. Der hätte längst plus 2 gehen müssen. Mindestens plus 2, so auf eine 84, so. Ist halt so, ne, ist halt FIFA. Da kann man leider auch nicht selber so viel bearbeiten, nicht wie bei NBA. Aber nun gut, Leute, ich will euch nicht weiter vollquatschen. Euer Veloche meldet sich ab und bye bye.